während des Mahls noch knabbern können. Mhm. Dann folgt unser Bauernfrühstück, im Ei serviert, mit einem Kartoffelschaum, mit Frühlingslauch, mit Speckwürfel und einem Kartoffelei-Schwamm. Mhm. Danach finden Sie ein Saibling-Tatar mit eigenem Kaviar im Cornetto serviert. Mhm. Auf der Schieferplatte finden Sie im Schälchen eine Portion Eier Benedikt, ein pochiertes Wachtelei auf Rahmspinat mit Sauce Hollandaise gratiniert, dazu Brotcroutons und auf dem Holzspatel eine Kreation, die Gänseleber Mais und Cola heißt, eine Gänseleberpraline in Cola-Gelee gewendet mit Maispüree und Popcorn on top. Mhm. Zu guter Letzt ein Tapioca-Cracker mit einer Creme vom Semoir, dem Ziegenkäse und Krevetten. Mhm. Ich wünsche Ihnen dazu viel Spaß. Unser Amuse-Gueule für heute, da haben wir einmal Matthias à la Hausfrauenart. Wir haben einen kleinen Apfelsalat mit einem Joghurtgel obendrauf, dazu noch ein Apfelmakaron. Daneben haben wir einen Staudensellerie-Gel mit einem Matthias-Sorbet. Und außenrum haben wir noch Joghurtsoße und Joghurtperlen, dazu Röstzwiebelringe und Kartoffelchip. Und unsere hausgebackenen Brötchen kommen noch. Schon mal guten Appetit. So, von links nach rechts unser Nussbrötchen, unser Thymianbrötchen mit bereits integrierter Butter und ein Dörrpflaumen-Speck-Zwiebelnbrötchen. Ich hätte gerne die Dörrpflaumen. Hier präsentiert sich die Gänseleber als Schaum, als geeistem Crunch und als Eis. Dazu die Passionsfrucht als Granité und als Macarons. Eine Mokka-Soße, ein Schokoladenmus, Amaranth und Haferflocken oben drauf und ein Gel vom grünen Apfel als Sphäre serviert, dekorieren das Ganze. Ich wünsche Ihnen dabei viel Spaß. Als Wein bleiben wir beim Weingut Dr. Heigl in unserer Region. Vielleicht das nächste Weingut überhaupt, mit einer Rieslana als Spätlese, natürlich ausgebaut. Hier die Eismeerlachsforelle, die sich lauwarm unter der Quinoa-Mandel-Currykruste präsentiert, als Tatar unter dem eigenen Kaviar. Dazu ein feines Schnittlauchöl, eine Buttermilch als Espuma und als geeistem Crunch und die Gurke. Als Salat und als Sobi. Viel Spaß dabei. Den Kaisergranat. Einmal gebraten, der spricht von selbst. Einmal roh als Tatar, Erbsengelee eingerollt. Dazu die Erbse als Schaum, Erbsenkresse, ein Safran-Reis-Cracker, eine Creme von Ziegenkäse und Joghurt und darunter einen kräftigen Chorizo. Ich wünsche Ihnen dazu viel Spaß. Guten Appetit. So. Weiter geht's mit dem fränkischen Spargel. Saison hat endlich mal begonnen. Genau, Gott sei Dank. Deshalb servieren wir hier auf die Fälle in Kombination mit Schinken, mit geweiztem Fleisch, mit Bärlauch und mit Eigelb. Der Spargel präsentiert sich gebraten mit Schinken-Espuma, mittig ein Eigelb in Nussbutter zubereitet, darauf unser ausgeweiztes Fleisch aus der Flanke vom Rind. Das Ganze nochmal, wie gesagt, mit Bärlauchöl geträufelt. Ich wünsche Ihnen viel Spaß dabei. Ja, Kalb mal drei, einmal als Bries, einmal als Haxe, als Filet. Ist super. Dazu die Karotte poliert und glasiert und wilde Brokkoli ist auch noch dabei. Jawohl. Viel Spaß, guten Appetit. Okay, jetzt los geht's. Ja, die Schokolade in Kombination mit Guave, mit Mango, Banane und Schokolade. Dazu noch Meersalz. Wir haben Schokoladen-Guavenschaum, wir haben ein Guavengel, wir haben Meeresalgen, die Paspier, ein salziges Kokanto obendrauf. Mango ist durch ein Sorbet und einen Salat vertreten, Bananenkugeln, Schokoladengel, wie gesagt, und dann noch etwas Fleur de Sel darüber. Hier haben wir den Stilton, der präsentiert sich als lauwarmer Schaum. Dazu Nussgel und Feinsepp-Eis.
viel Genuss. Der normalerweise zur Einstimmung auf die Speise. Hat aber da der Stilton dabei war, der relativ kräftig ist, servieren wir das einfach mal zum Abrunden der Nachspeise. Es ist eine Kombination zwischen der weißen Schokolade, dem Litschi, Kokos, Mandeln und essbare Blüten. Die weiße Schokolade präsentiert sich als Sorbet, darüber ein Schaum von Litschi, Kokos- und Mandelraspeln sowie stiefmütterchen Kapuzinerblüten. Mit zweierlei Marshmallows, einmal von der Passionsfrucht und einmal von der Calamansi. Es handelt sich dabei um eine Zitrusfrucht. Dann gehe ich mal gegen den Uhrzeigersinn weiter mit einem gepressten Schokoladenkuchen mit Blattgold, einer Nougatpraline und mit der Schillerlocke, die mit Crème Pâtissier gefüllt ist. Dann hier finden Sie eine Schokoladentarte mit Pistazie, ein türkischer Honig im Glas, eine gefüllte Schokoladenmakarons und zweierlei Gelees. Einmal von der Aprikose und einmal von der schwarzen Johannisbeere. Viel Spaß! Dankeschön.